In den Star Wars Prequels sehen wir, dass die Jedi in den Klonkriegen die Aufgabe von Generälen für den Krieg gegen die Separatisten übernahmen. Doch was genau taten die Jedi, bevor sie als Anführer in einen Krieg zogen und welche Rollen übernahmen sie in der Republik? Genau diese Fragen werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Da die Jedi sich schon ca. 28.000 Jahre vor den Klonkriegen formierten und sich in dieser Zeit viel veränderte, werden wir uns heute nur die Jedi des modernen Jedi-Ordens ansehen, der sich ca. 1000 Jahre vor den Klonkriegen so formte. Natürlich wissen wir, dass Jedi die Friedenswächter der Republik waren, aber wie genau der Job eines solchen Friedenswächters aussah und welche Aufgaben Jedi sonst noch so übernahmen, werde ich euch jetzt vorstellen. Zunächst einmal richtete sich das Leben der Jedi nach dem Jedi-Kodex und weiteren festgelegten Regeln, die Vorgaben, was ein Jedi tun durfte und sollte und nicht tun durfte. Diese Verhaltensregeln sahen vor, dass Jedi das Leben als solches, das Gesetz und den Frieden ehrten und alles dafür taten, um diese Dinge aufrechtzuerhalten. Allerdings war es den Jedi nicht erlaubt, von sich aus aggressiv zu handeln, ohne dass sie oder andere in Gefahr waren. Da die Jedi eng mit der Regierung der Republik zusammenarbeiteten, ergaben sich viele Möglichkeiten für einen Jedi, um der Macht zu dienen, Leben zu erhalten und das Gesetz zu schützen. Natürlich hing der Weg, den ein Jedi dabei ging, von seinen eigenen Interessen, Vorlieben, Fähigkeiten und seiner Berufung als Jedi-Gesandter, Jedi-Wächter oder Jedi-Hüter ab. Und wie genau diese drei Berufungen sich unterscheiden, werde ich euch nächste Woche in einem Video erklären. Aber die offensichtlichste Aufgabe eines Jedi in der Republik war es, als Streitschlichter und Friedensgesandter zu arbeiten. Diese Aufgabe versuchten auch Qui-Gon Jinn und Obi-Wan am Anfang von Episode 1 zu übernehmen. Da die Handelsföderation eine Blockade über Naboo verhängt hatte und sowohl die Naboo als auch die Handelsföderation im Senat vertreten war, bat der Senat die Jedi darum, nach Naboo zu reisen, um dort eine friedliche Einigung zwischen den Naboo und der Handelsföderation zu finden. So konnten Jedi in Krisenzeiten jederzeit vom Senat gebeten werden, Konflikte zu schlichten und zu deeskalieren. Zusätzlich zu dieser diplomatischen Funktion konnten Jedi auch als Botschafter der Republik dienen. Dabei wurden Jedi, die solche Rollen übernahmen, zu Systemen geschickt, die neu entdeckt wurden oder die nicht zur Republik gehörten. Ihre Aufgabe war es dabei, diesen Systemen die Werte der Republik zu vermitteln und auszuloten, ob ein Beitritt zur Republik für diese möglich wäre. Andere Jedi, die ihren Fokus eher auf die Erhaltung des Gesetzes legten, waren auch bei den Strafverfolgungsbehörden der Republik mehr als willkommen. Bei den verschiedenen Sicherheitskräften der Republik gab es viele Stellen, die auch von Jedi besetzt werden konnten. So konnten Jedi sowohl in Krisengebieten dabei helfen, Verbrecher zu fangen, als auch Verbrechen aufzuklären und bei der Beweissicherung zu helfen. Es gab sogar einige Jedi, die mit den Sector Ranger, der galaxisweiten Polizei der Republik, zusammenarbeiteten. Aber auch in zivilen Angelegenheiten gab es einige Aufgaben, die die Jedi übernahmen. Wie ich in meinem Video darüber, was mit Padawanen passiert, die ihre Prüfung nicht schaffen, schon erwähnt habe, gab es für diese auch noch einen Jedi Service Corps. Diese Unterstützungsabteilung der Jedi war in die Bereiche der Entdecker, der Heiler, der Agrikultur und der Gelehrten aufgeteilt. Gescheiterte Jedi, aber auch fertige Jedi, die sich bewusst für den Service Corps entschieden, konnten mit ihm Nutzpflanzen auf Planeten in Not schaffen, medizinische Versorgung überall in der Galaxis anbieten, unbekannte Regionen und Planeten entdecken und in allen denkbaren Bereichen forschen. Dabei beinhalteten diese Forschungen die Künste der Jedi und der Macht, beschränkten sich aber nicht darauf. Zusätzlich zu den Gelehrten des Service Corps gab es auch außerhalb von diesen Jedi, die sich auf das Sammeln und Weitergeben von Wissen und auf das Training von Jünglingen spezialisierten. Darunter fielen oft auch solche Jedi, die in der Galaxis herumreisten, um machtsensitive Kinder für den Jedi-Orden zu finden. Und wie ich es schon in meinem Video über die Justizkräfte erwähnte, konnten Jedi zu guter Letzt auch noch die Führung der Justizkräfte der Republik bzw. später dann der großen Armee der Republik in den Klonkriegen übernehmen. In den schwierigsten Zeiten der Republik, in denen sich größere Kampfhandlungen nicht vermeiden ließen, konnten die Jedi als Anführer einer militärischen Einheit eingesetzt werden, um die Republik vor größerem Schaden zu bewahren. Das waren aber auch schon die Rollen, die die Jedi in der Republik übernommen haben. Was sagt ihr? Welche von diesen Rollen findet ihr für die Republik am wichtigsten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte.
Da verlinke ich euch ein Video darüber, was der Titel Dunkler Lord der Sith bedeutet und ein Video darüber, warum Anakin wirklich in den Jedi-Rat aufgenommen wurde. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein! We'll be right back.